Ja, mein Name ist Bernd Bösing. Ich bin Inhaber des Agrarunternehmens Bernd Bösing. Wir haben ein vielfältiges Handels- und Dienstleistungsunternehmen, sitzen hier im Frieden im Kreis Borken, westlichen Münsterland. Der Betrieb teilt sich in verschiedene Bereiche auf: Agrarhandel, Transporte, Nährstoffvermittlung und ganz insbesondere der Strohhandel und die mobile Strohpelletierung. Hier setzen wir auf Krone-Maschinen, Big Bag. Wir setzen eine Big Bag 1290 HDP ein und eine Krone Premus 5000 zur mobilen Strohpelletierung. Ich setze eigentlich seit Anfang an auf digitale Produkte und auch Datenvernetzung und Datenaustausch. Wir arbeiten mit Agrarmonitor so, dass wir alle Daten vorweg sammeln, wie relevante Stammdaten und Ackerschläge. Anschließend disponieren wir Aufträge, das geht über Maschinen, werden Mitarbeitern zugewiesen, die passenden Leistungen werden hinterlegt und senden diese Daten dann direkt an das iPad des Mitarbeiters, welcher dann die Auftragsdaten einsehen kann, relevante Notizen sieht, Ackerschläge, die bearbeitet werden sollen, und wählt diesen Auftrag an und kann dementsprechend dann anfangen mit der Arbeit. Dann geht es weiter, der nächste Schritt. Der Mitarbeiter hat seinen Auftrag erledigt. Die Daten kommen direkt nach Auftragsbeendigung wieder zu uns rein ins Büro. Und wir können dann anschließend die Rechnung erstellen und dem Kunden dann auch direkt per E-Mail zuschicken. Ja, wir setzen an unserer Big Pack die volle Telemetrieeinheit der Firma Krone ein, die Smart Connect Box, um Daten mit dem ARRI-Router auszutauschen, und dieser wiederum sendet dann die Daten ans Agrarmonitor, wo wir wiederum die Daten dann direkt weiterverarbeiten können mit den erledigten Aufträgen. Für uns sind gerade bei der Big Pack relevante Daten zu einem die Ballenlänge, das Ballengewicht, die Feuchtigkeit und wiederum, ob das Erntegut geschnitten wurde oder auch nicht. Die digitale Datenerfassung ist für uns im Betrieb sehr relevant für die Abrechnung und auch weiterhin für die Prozessoptimierung und auch Nachkalkulationen. Und zudem schaffen wir auch eine hohe Transparenz gegenüber unserer Strohverkäufer, sodass wir einfach zeigen können, was ist in Echtzeit auf dem Ackerschlag passiert, wo wurden Ballen abgelegt, welche Daten wurden erfasst, welche Ballenlängen, welche Gewichte, sodass wir einfach Vertrauen schaffen können für unsere Verkäufer. Durch die direkte Selektierung der verschiedenen Qualitäten können wir anschließend den Folgeprozess der Strohpelletierung und der Herstellung unserer Böllis direkt weiter optimieren, sodass keine zu feuchten Ballen in die Pelletierung gelangen und wir diese direkt weiter selektieren können und zu anderen Endabnehmern transportieren. Durch die weitere Softwareoptimierung in Zukunft erhoffen wir uns, dass die Fahrer weiter entlastet werden, weniger Daten eintippen müssen, sodass dies einfach automatisch geschieht und der Fahrer keine händischen Eingaben mehr machen muss. Aktuell nutzen wir den ARRI-Router ausschließlich für unsere Krone-Maschinen, würden uns aber auch wünschen, in Zukunft den ARRI-Router bei weiteren Maschinen einsetzen zu können, wie Traktoren oder auch LKWs.